In der vergangenen Woche wurden die Medaillen der Hopfen-Champions für das Erntejahr 2020 verliehen. Die Ehrung durch das Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft findet normalerweise im Rahmen der Braubeviale in Nürnberg statt, wurde in diesem Jahr aber aufgrund der Pandemie in das wunderschöne Ambiente des Klosters Scheiern verlegt. Es ist ein großer Tag für unsere Siegerfamilien, die es hier verdient haben, weil sie einfach eine Menge Arbeit reingesteckt haben und Können und Know-how, und das braucht einfach Ehren, und das ist heute der Tag. Ja, erst ist es mal eine Riesenfreude, dass diese Champions-Verleihung heute bei uns im Haus ist, und Hopfen gehört auch ein Stück zum Kloster, denn die ältesten Klosterbetriebe, das ist die Landwirtschaft und das ist die Brauerei, und der Verbindungspunkt ist letztlich der Hopfen. Insgesamt zeichnet sich der Jahrgang 2020 dadurch aus, dass die Qualitäten sehr ausgeglichen waren, hervorragende Aromaausbildung, aber auch schöne Doldenausbildung und sehr wenig Probleme mit Krankheiten und Schädlingen. Von daher ist es ein idealer Jahrgang für die Brauer weltweit. Wenn ein Brauer dieses Jahr ordentlich einkauft, macht er sicherlich nichts verkehrt. Ich glaube, man hat auch gesehen, dass doch einige Hopfenpflanzer alljährlich mitmachen und sich auch steigern konnten. Von der Bronzemedaille in einem Fall direkt auf die Goldmedaille. Und ich kann nur sagen, weiter so. Und ich glaube, das ist ein gutes Marketinginstrument, auch um die Brauereien zu überzeugen. Und zwar die Brauereien nicht nur in Deutschland, sondern EU und weltweit. Das zeichnet das bayerische Bier aus, dass wir die Braugerste, den Weizen, aber auch den Hopfen aus den Regionen haben und eine wahnsinnig tolle Auswahl an hohen, höchsten Qualitäten. Das für höchste Qualität auch beim bayerischen Bier dann am Schluss spricht. Julia Klöckner, Bundesministerin für Ernährung und Landwirtschaft im Kabinett von Angela Merkel, wendete sich mit einer Videobotschaft an die Preisträger. Die bei der 44. Hopfenausstellung im Oktober des vergangenen Jahres am besten abgeschnitten haben. Insgesamt 9 Preisträgerinnen und Preisträger. Die können sich heute über einen Bundesehrenpreis freuen. Ja, man arbeitet, dass man einen vernünftigen Hopfen produziert und freut sich dann, wenn man einmal im Leben die Ehre hat, dass man solche Auszeichnungen erhält. Ich bin total glücklich. Unsere weiteren Preisträger sind Matthias Amberger, Siegelbezirk Pfaffenhofen an der Ilm. Hubert Kling, Siegelbezirk Tettnang. Michael Hillebrand, Siegelbezirk Tettnang. Georg Herle, Siegelbezirk Tettnang. Martin Mehl, Siegelbezirk Spalt. Anna-Maria Bauer, Siegelbezirk Wolnzach. Sowie die Geschwister Locher aus dem Siegelbezirk Tettnang. Und so gab es am Ende eines schönen Tages viele lachende Gesichter unter den Hopfenpflanzern aus den Anbaugebieten Tettnang, Spalt und der Hallertau. Wer ein wenig genauer hingeschaut hat, konnte bei Ottmar Weingarten, dem Erfinder des Hopfen-Champions, übrigens auch ein lachendes, aber auch ein weinendes Auge entdecken. Es war heute meine letzte, und ich hoffe, dass der Erich Lehmeyer und sein Team das mindestens so gut weitermachen, wie wir es bis hierhin geschafft haben. Ich hoffe, dass im November auf der Braubeviale oder dann im Januar auf der Grünen Woche wieder die Hopfen-Champion-Verleihung im gewohnten Rahmen stattfinden wird.